Herzlich willkommen am Stand vom Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland, der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen und der American Soybean Association International Marketing. Neben mir steht Herr Dr. Manfred Weber, Spezialist für den Bereich Schweinehaltung. Herr Dr. Weber, welches Thema ist der Schwerpunkt Ihrer Beratungstätigkeit heute am Stand? Ja, wir konnten einen ganz klaren Schwerpunkt ausmachen. Das war die Frage nach der Verfügbarkeit und dem Einsatz von Rapsextraktionsschrot im Schweinefutter. Dabei war auch zu erkennen, dass wir eine starke Differenzierung der Fragen von Landwirten, die aus dem Norden und aus dem Süden unseres Landes kommen. Die aus dem Norden haben gefragt, können wir mehr als 10% einsetzen? Und die aus Bayern und Baden-Württemberg kamen, fragten, können wir Rapsextraktionsschrot überhaupt einsetzen? Welche Empfehlungen geben Sie ab, wenn diese Fragen von Landwirten kommen? Ja, aufgrund unserer Erfahrungen, unserer Versuche, die wir gemacht haben, vor allen Dingen auch der Praxisversuche, können wir eigentlich ganz klar sagen, 15% Rapsextraktionsschrot im Mastschweinefutter ist ohne Probleme machbar. 5-10% im Bereich der Sauen und mittlerweile auch gestützt durch Versuche, die wir in Iden gemacht haben, 10% im Ferkelbereich sind durchaus realisierbar. Wobei wir sagen müssen, beim Rapsextraktionsschrot haben wir ein sehr homogenes Futtermittel, das wir über Jahre getestet haben im Rahmen der Fütterungsreferenten der Länder und dort ein Monitoring durchführen. Das hat gezeigt, sehr homogen innerhalb der Jahre, aber auch innerhalb der verschiedenen Futtermittelpartien. Gibt es auch Grenzen beim Einsatz von Rapsextraktionsschrot? Ja, die ernährungsphysiologischen Grenzen habe ich genannt. Wir haben aber auch wirtschaftliche Grenzen. Das richtet sich immer nach dem Preis des Soja-Extraktionsschrotes. Wenn wir Rapsextraktionsschrot bekommen in einem Bereich von 65-70% des Soja-Extraktionsschrotpreises, dann haben wir wirtschaftlich Gewinne zu erwarten. Die gehen dann bis 2,50 Euro und 3 Euro pro Mastschwein. Herr Dr. Weber, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.